Moin Moin, hier ist der Angelus. Es läuft mal wieder epische Musik hier auf Io. Ich bin am letzten Ort, wo der Reisende hier mal war. Den letzten Ort, den er mal berührt hat, bevor er dann zur Erde sich zur Ruhe gesetzt hat, sag ich mal. Hier sind wir, auf Io. Und hier machen wir weiter. Und was geht denn da vorne ab? Yay, das Video startet und die machen Feuerwerk für mich. Oh, ist das schön. Daumen hoch für das Video, wenn euch das heute gefallen sollte mit dem schönen Feuerwerk hier für das Projekt. Vielleicht kriegt es ja wieder 95.000 Daumen. Warum nicht? Natürlich nur, wenn es euch gefällt. Fühlt euch nicht gezwungen. Hey. Bam, bam, oh, bing, dong. Weg ist er. Okay, aber wir sind natürlich hier, um das nächste Abenteuer hier auf Io zu machen. In Destiny 2 natürlich. So, unerwartete Gäste. Ikora macht sich Sorgen um Besessenenaktivität unter der Oberfläche des Mondes. Oh mein Gott. Natürlich sind die wieder unten. So, in den letzten drei Videos wurde, glaube ich, insgesamt siebenmal oder sechsmal mindestens gefragt, warum ich denn hier mit dem Titan schon den Sparrow habe, den ich ja schon mit Level 12 oder sowas hier hatte. Ganz einfach, ich habe zwei Charaktere, die sind auf 20, mit denen habe ich die Story durchgespielt. Mein Warlock, mein Jäger, die sind schon auf dem Weg zu Power Level 300. Und mit denen kriegt man natürlich schon... Hey! Ich dachte eben, was knurrt denn da so? Mit denen kriegt man natürlich schon Sparrows mit den hohen Charakteren. Und dann packt man den da einfach in den Tresor und dann nimmt der Titan, der kleine Charakter, kann auch schon auf Level 1 sein, nimmt sich das Ding aus dem Tresor wieder raus. Und dann hast du da halt immer... ein Sparrow. So, aktivieren wir das Ding. Hüter, meine Agenten berichten, dass die Besessenen sich bei einem Kabalcamp in deiner Nähe versammeln. Aber wir kennen den Grund nicht. Es wäre gut, wenn du nachforschen würdest. Oh, oh. Sollen die Besessenen sich doch versammeln? Sie stören uns nicht. Etwas mehr Ruhe wäre gut. Dann könnte ich vielleicht arbeiten. Die Besessenen sind eine Armee ohne Kommandant, Escher. Mit etwas mehr Ruhe krönen sie vielleicht einen neuen König. Detox X... DK? Ich kenne einen Detox. Ich weiß aber nicht, ob der das ist. Okay, weiter geht's. Die Besessenen versammeln sich und Escher fühlt sich in seiner Ruhe bedroht. Bestätige Ikoras Geheiminformationen. So geheim ist es gar nicht. In einer Kabaleinrichtung. Mhm. Ein Camp. Da haben die Kabale schon Camps. Moin. Oh ja, die versammeln sich. Okay. Oh, da kommen noch mehr. Hexen, oder? Nur die. Schnell mal abknallen, bevor die sich teilen. Ah, der springt runter. Diese Sau. Hey. Sichere das Gebiet. Wie immer. Gebiet sichern. Hey. Ach. Blöden, gefallenen Teleporter, Ersche. Teleporten und teilen. Hinter mir? Hey! Weg mit dir! Haha. Wo bin ich? Ach, guck mal, hier kann ich was scannen. Ein altes Vex-Tor. Da ist eine schwache Verbindung zu... zur gläsernen Kammer. Zur gläsernen Kammer. Ja, an die erinnere ich mich. Das war der Einsatztrupp, der mal in der gläsernen Kammer gefangen war in der Zeit. Die sind da drin gestorben. Aber dafür konnten wir das Snipe-Gewehr bekommen. Predith-Rache. Naja, so viel zum Thema Geschichte aus Destiny 1. Ich habe aufgepasst im Unterricht. Ritter! Ich glaube, hier ist eine Hexe, oder? Irgendwo?
Wenn da schon diese kleinen Viecher rumlaufen. Die sind aber auch flott hier unterwegs. Bei den Besessenen hat Bungie das Laggen, also das Rumteleportieren, schon eingebaut. Da fällt dir jetzt gar nicht mehr auf, wenn die Server mal schlecht laufen. Weil die machen das immer. Hey, weg da. Jetzt reicht es aber mal hier. Diese Geräusche hören ja gar nicht mehr auf. Ständig spawnen hier neue. Hey, die gehen da rein. Immun? Verfolge die Besessenen. Okay, die gehen hier, die spawnen draußen und gehen hier rein. Geh ich mal mit. In die Kabaleinrichtung. Hallo? Sind wir zu Hause? Die Geisterminen, hier war ich doch schon mal. Noch nicht schon wieder so ein Ding. Wir haben ein unheimliches Portal gefunden. Unheimlich. Es erinnert mich an die, die wir auf dem Grabschiff gesehen haben. Echt? Mich nicht. Ein Portal zur Aszendentensphäre. Hinter diesem Schleier liegt die Welt der Besessenen. Eine neue Macht versucht wohl in unsere Welt zu kommen. Eine neue Macht aus der Aszendentenebene. Wie viel haben wir denn davon? Okay, wir müssen das öffnen. Das kennen wir ja aus dem Oryx-Raid mit dem Kügelchen. Es sollte möglich sein, die Hyperpartikeldimensionen von Io direkt zu manipulieren, sodass das Portal zusammenbricht. Wie bitte? Deine Hände. Benutze deine Hände, um die Energie aufzuheben. Energie aufheben mit Hände. Verstanden. Ich bin da. Aufgehoben. Wir haben sie. Und jetzt? Was ist das da oben? Oh, dicker. Ihr bekämpft gerade Entropie mit Ordnung. Beeilt euch. Beeilt euch. Ich bin mir sicher, dass genau das unser Job ist. Hey, geh hoch. Hilfe. Wenn man das alleine macht, ist man alleine der Träger natürlich. Und keiner, der dich schützt. Das Ding glitzert und zuckt schon. Wir hauen es erstmal hier rein. In Gegenwart des Lichts werden die Schatten dunkler. Schlag zurück, Hüter. Die Schatten werden länger, sag ich auch. Schlag zurück. Verfolgt mich da einer? Die Pistole ist gegen die lustiger. Gerade weil die so ein bisschen dichter stehen. Okay, wir brauchen noch zwei von solchen Kugeln. Die Bombe auch noch weg, damit ich da nicht reinlaufe. Okay. Wo ist das nächste Licht? Dort. Das zweite wird hier gar nicht angezeigt. Komm, ich stürme einfach rein und schnapp's mir und dann. Ich bin nie hier gewesen. Zum Glück kann ich schweben damit. Aber wie schön bunt das hier aussieht. Oh, das müsste ich eigentlich auch nochmal mitnehmen hier. Io, Bruchstücke, Phasengedöns. Für den Ruf bei Asher ist das. Den hau ich hier rein. Schnell. Was immer hinter diesem Schleier lauert, weiß bestimmt, dass es weggesperrt werden soll. Ja. Die Tür ist zu. Eine brauche ich noch. Ätzend, wenn du alles alleine machen musst. So, jetzt muss ich hier, glaube ich, weiter rein in den Raum, oder? Hey! Wir haben beide Türen verkleistert. Mach das weh, mach das nochmal. Wo ist denn das? Da kann man auch lang. Wo ist das Licht? Aua! Aua! Gar nicht gut. Da geht's noch weiter? Oh mein Gott. Wow! Gott, ist das voll. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Doch, da ist es.
Gibt's auch einen anderen Weg? Oder muss ich durch die alle laufen? Oh, das ist was Großes. Boah. Ich hasse die Besessenen. Hey, wir, wo ihr rumtanzt. Oh, verlangsam. Bam. Nee, da muss ich ein bisschen aufräumen. Hier beim letzten komme ich nicht so durch. Da ist ein Weg und da auch. Okay, es gibt doch mehrere Wege. Das hatte ich doch gefragt. Ach, guck mal, das Ding liegt da noch. Ich kann nicht fliegen. Dankeschön. Okay. Jetzt habe ich's. Jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg. Da hat er keine Chance mehr, mich zu kriegen. Oh, wo kommt die denn her? Die kommt aus der falschen Richtung. Der Raum hier sollte doch eigentlich leer sein. Touchdown! Ich glaube, das Portal geht auf. Ja, echt unerwartet. Eine Hexe! Wer ist es denn? Iras Auge von Savatyr. Savatun. Savatun. Ja, wer kennt dich, Savatun? Der ist verwandt mit Sabertooth. So heiße ich dich willkommen in unserer Welt. Mit Fäusten. Oh, die ist aber weggebrutzelt, ey. Ah, die auch. Aha. Hey, Team. Das kreischende Etwas aus dem Abgrund ist tot. Yay. Diese Kreatur diente einer höheren Macht. Ich fürchte, etwas hat Oryx Krone an sich genommen. Ja, ja. Machen wir weiter. Deine Intuition war richtig, meine nicht. Und der Hüter erwies sich im Kampf als zulänglich. Zulänglich? Oh, da bin ich aber froh, dass ich zulänglich geworden bin hier. Puh, also, hat da jemand... Ne, ist ja klar, dass die Besessenen nach Oryx Tod da einfach nicht aufgeben und einen anderen als Chef auserwählen. Warum nicht, ne? Die Schar sind ja alle immer noch sehr, sehr, sehr aktiv. So, da hatte ich auch ein Level Up. Ich glaube, ich habe hier unten noch diese Fähigkeit. Und jetzt ist der completed. Der Stürmer. Hab beide Seiten fertig gelevelt. Mit den zwei Granaten ist das auch echt eine coole Sache. Jetzt habe ich hier noch einen Skillpunkt, den ich hier reinhauen kann. Ich hau den mal da oben hin. So, Sentinel-Stoß. Und Schutz der Dämmerung. Ja, den hat der nämlich auch noch. Ich lasse ihn mal kurz drin. Dann kann ich mal wieder reinhauen. Mit Magnetgranate, warum nicht? Bisschen wechseln hier. Okay. Was habe ich denn hier unten? Ach ja, der Sentinel-Stoß ist ja auch komplett jetzt. Sieht nett aus. Okay. Guck mal, wer das zweite Abenteuer hier noch hinbekommen. Da muss ich leider irgendwie hier durch die Oase und dann hier so durchfahren. Ganz schön weiter Weg. Road Rage! Asher regt sich darüber auf, dass die Vex Interesse an der Io-Kammer haben. Er hat einen ungewöhnlichen Vorschlag, damit umzugehen. Okay, da gehen wir natürlich nochmal hin. Ist bei 14 Minuten. Wenn das wieder so 10 Minuten, 12 Minuten dauert, müsste das eigentlich von der Länge her in Ordnung sein für das Video. Dann gibt es dann in der nächsten Folge die Hauptgeschichte. Nicht genügend Platz, um ein Fahrzeug zu rufen? Hätte ich ein schnelleres Fahrzeug, wäre ich schneller da. Aber stell dir mal vor, ich hätte gar kein Fahrzeug. Dann müsste ich hier überall zu Fuß hinlaufen. So wie ich das auch mit meinem anderen Charakter gemacht habe, mit dem ersten. Das hat gedauert, sag ich euch. So, da geht's jetzt richtig rein hier in die Kabalbasis. Und da ist Jupiter! Und wenn man irgendwo da ganz genau hinguckt beim Jupiter, dann sieht man Fred. Fred von Jupiter. Kennt ihn jemand? Der wohnt da. Aber das ist ein anderes Thema. Achtung. Oh, guck mal, da laufen Mitspieler rum.
Reng, deng, deng. Bin da. Diese Vex, die haben vielleicht einen Schritt drauf. Die haben Integrationsprotokolle gestartet. Ich kann es spüren. Integrationsprotokolle? Weg da. So, starten wir die Mission. Assistentin, ich habe eine Aufgabe für dich. Aber dein fleischiger Körper ist kaum widerstandsfähig genug dafür. Fleischig? Hast du fleischig gesagt? In einer naheliegenden Garage findest du Panzerfahrzeuge. Beschaff dir eines. Okay. Ich warte hier noch kurz die 30 Sekunden ab, dann ist das Event hier zu Ende. Wir kriegen noch eine Kiste. Ich muss ja den Leuten mal helfen, hier durchzukommen. Ah. 3, 2, 1, meins. Und da ist die Kiste. Wir haben einige von ihnen erwischt. Für den Moment muss das reichen. Ja. Zumindest sind diese klappernden Ablenkungen fort. Wir leben nur für den Moment. Aufmachen bitte. Ah. Da du nun über dieses Gerät verfügst, die Garage. Erinnerst du dich an die Kriegsgeistkammer? Die Weg sind an seinen Geheimnissen überaus interessiert. Das hat jetzt ein Ende. Die Wex-Geist-Klammer, Kammer. So, ich muss hier erstmal ein bisschen aufräumen. Ein paar Hydras klatschen. Klatsch die Hydra. Die sich hier verstecken, weil die ganz genau wissen, ich habe einen Panther. Damit kann ich Panther fahren. Hey, 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 hey. 75. Die noch. 94. Wow. Fertig. Welche Informationen wollen die Wex aus der Kriegsgeistkammer haben? Wenn ich das wüsste. Kriegsgeister waren verbunden mit den verlorenen Künsten der Menschheit. Kriegsgeister. Musik, Literatur, Filme. Filme. Die Wex verstehen diese emotionale Frivolität nicht. Aber sie werden es als Waffe gegen uns einsetzen. Wenn wir es zulassen. Oh nein, sie werden Musik als Waffe gegen uns einsetzen. Von morgens bis abends nur Heino, ey. Und Bushido. Da werde ich durchdrehen. Die Kriegsgeister. Da hat man ja nur einen richtig so kennenlernen dürfen. Und das war Rasputin, der ja auch sehr viel Musik benutzt hat. Besiege die Wex. Hier sind aber Gefallene dazwischen. Warum das? Weg hier, lass mich durch. Hallo, da liegt doch ein Item, ey. Nimm das doch mal. Danke. Hey. Wir machen gute Fortschritte. Ja? Einen Vorschlag hätte ich jedoch. Und das wäre... Nun, wenn die Wex unersetzbare Daten gestohlen haben, sollte man diese wohl lieber bergen, statt sie zu zerstören. Okay. Bergen. Ja. Ja. Na schön, mach doch, was du willst. Okay, wir verfolgen die Wex, wir jagen sie mit unserem neuen Panzer.
Das ist ja ein neuer Panzer, der schießt ja aus beiden Rohren gleichzeitig. Nicht so wie sonst immer links, rechts abwechselnd. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Zerstöre Hydren! Ah, guck mal, da haben wir wieder was gelernt. Die Mehrzahl von Hydra ist nicht Hydras, sondern Hydren. Mensch, das ist ja erstaunlich. Weg da. Miau. Bin nur keine da. Das ist keine Hydra. Vielleicht hier oben? Ne, das ist ein Event. Sonst sind die ja alle. Hat der Typ die weggeballert, der Titan? Die sind hier normalerweise im ganzen Gebiet verteilt. Ziemlich viele sogar. Es ist hier gar keiner. Die Markierung zeigt nicht immer nur Hydras an. Hydrin. Eigentlich alles. Aber das hat sich wieder gerade vermischt mit dem. Mit dem Event. Nein, die Besessenen töten die. Hier war eine. Blöden Besessenenabschaum. Ihr killt mir meine Hydrin. Da ist eine. Meine Hydre. Hydre. 1 von 3, dankeschön. Wow, wow, wow. Bremsen. Da drüben ist noch eine. Krieg ich von hier. Warte mal, wenig Schaden auf der Entfernung. Wehe, du gehst hinterm Stein. Dann komm ich da rüber, ey. Dann gibt's aber Saures. Komm schon. Geh drauf. Mach noch Schaden, 14. Alter Schwede. Ja, das sieht gleich weg. Mein noch 4. Ich hab sie, ich hab sie. Geduld und Zeit braucht man. Weg da. Wow, mein Panzer fliegt. Weg da. Bevor sie die wieder wegschießen. Meine. Meins. Ich hab's. Bisher kann ich nichts Interessantes in unseren Killdaten finden, Asher. Killdaten? Sind das wirklich die richtigen Vex? Was meinst du damit? Die richtigen Vex? Du weißt schon. Sind das die Roboter, nach denen wir suchen? Die Vex würden komplett zu Hydras nicht solch wertvolle Daten anvertrauen. Du musst den Vex-Geist finden, der für die Einbrüche verantwortlich ist. Okay. Bringst du mich auf die Palme? Okay, ein Vex-Geist, kommt sofort. Das sind nicht die Roboter, die wir suchen. Und Droiden schon gar nicht. Obwohl, dass der Panzer echt ganz gut Schaden macht, auch wenn das Schild von denen da ist. Völlig egal, ne? Inquisitorgeist ist der sogar. Also ein richtig hoher. Hä? Wo ist er hin? Wieso habe ich gerade eine Marke bekommen? Nicht du! Nicht von hinten hier lasern. Mein Panzer. Der qualmt gleich. Hau weg. Und da geht er down. Da haben wir eine große Pyramidion-Struktur. Die Vex haben tatsächlich Dateien aus der Kammer gestohlen. Einige über den Mars, über jemanden namens Anna Bray. Anna Bray. Natürlich viele Daten zum Kriegsgeistprojekt.
Geschichten. Schau dir das am besten an. Hoffentlich hilft's. Hoffnung ist ein logischer Trugschluss. Nur Daten führen zu handfesten Lösungen. Level 18. Ich steig mal aus. Ich stelle mich mal hier rein. Das ist, glaube ich, hier ein toter Sektor, ne? Aber der sieht ziemlich cool aus. So, gerade viele, viele Sachen wieder gekriegt. Und Level Up auch noch gehabt. So, was haben wir denn hier? Nicht entsperren. So, grüne Items. 95. Ey, jetzt kommen hier die richtigen, dicken Zahlen schon mal raus. Das noch nicht. Aber hier auch neue Waffen am Start. Eine Fusi mit 175. Na, dann werde ich mal hier das Sniper-Fusi wegpacken. Wird abgelöst von einer normalen Fusi. Und hier ein schönes Scout-Gewehr. Nämlich die Sonata 48. Präzise Kills erzeugen eine Elementarexplosion. Wie schön ist das denn? Mit der Elementarexplosion. So, und hier ist natürlich nichts besser als das Mida. So, und dann habe ich hier unten noch den letzten Skillpunkt, den ich hier reinpacken kann. Zack, und schon sind beide Fokis fertig, die ich hier habe. Jetzt wird es mal Zeit, dass ich den letzten bekomme. Ich weiß aber gar nicht, ob es den erst ab 20 gab. Noch habe ich ihn nicht gefunden. Da kann man nichts machen. So, das waren beide Abenteuer in einer Folge. Dann geht es in der nächsten Folge selbstverständlich weiter mit der Hauptgeschichte hier, die Rote Schlacht. Mache ich hier eine Schnellreise zu Ashor und dann werden wir da hinfahren. Ach nee, ich bin ja doch, ich bin ja da. Ich bin ja hier im Riss. Ja, dann mache ich gar keine Schnellreise, sondern warte hier und dann gehe ich da zu Fuß hin. Alles klar. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und in der nächsten Folge wieder einschalten hier, wenn es mit der Hauptgeschichte weitergeht. Dankeschön, macht's gut und ciao, ciao.